Style Hamburger in Bio. Und Bio, das ist das, was so richtig explodiert auf dem Markt im Moment und auch mit einem pflanzlichen Käse. Das sind so die Kombinationen, die wir hier machen. Dann haben wir auch sehr schön pflanzliche Würstchen in der Algenhaut. Diese Algenhaut, die hat die Eigenschaft, dass man die mitbrutzeln kann und dass das dann so aufplatzt und braun wird wie richtige Würstchen und dadurch kann man die etwas weicher. Das ist so ein ganz, ich sag mal, ganz klassisches Bratwürstchen. Wir machen im Aufstrichbereich auch ein ganz klein bisschen was Neues und zwar ist das ja eine Art, kann man sagen, Schoko-Haselnuss-Creme auf einer Ackerbohnenbasis, die deswegen ein bisschen gesünder ist, aber trotzdem sehr cremig und sehr schokoladig, weil eben da nicht ganz so viel Fett drin ist wie in diesen traditionellen Haselnusscremes. Also da ist ein gutes Drittel weniger Fett drin als in den normalen Haselnusscremes. Und eine dritte Geschichte ist, wir haben so, ja, man kann sagen, das sind Brotsalate, also das heißt, das ist mit unseren Fleischalternativen sind das relativ klassische Salate, so die in Richtung, das hier ist jetzt so in Richtung Budapester, es geht aber auch in Richtung Hering, auf Pflanzenbasis logischerweise, oder in Richtung India, sowas zeigen wir. Schicke neue Tofu-Sorten, das ist ein fermentierter Tofu-Halloumi-Style, das heißt im Grunde was fürs Braten und für den Salat. Und dann haben wir ja auch ein Sortiment an Tofus in einer festen Schale. Das hier ist jetzt ein Seitentofu, der 5% Eiweiß. Da kann man sehr schön so eine, ich sag mal, so ein Dessert draus machen oder auch einen Tofu-Käse-Kuchen draus machen. Und man kann das auch mit normalem Tofu mischen und dann in der Pfanne anbraten. Als eine Art von Tofu-Rührei. Dafür eignet sich der sehr schöne Kato sein. Tempeh, hoffentlich kennen wir alle Tempeh. Die wichtigsten Produkte Indonesiens bieten wir an in einer geräucherten Variante. Das Gute bei geräuchert ist, es hat sozusagen neben diesem sehr schönen, mussigen Tempeh-Eigenschmack auch noch eine starke, kräftige Räuchernote. Kann ich persönlich sehr empfehlen. Ich esse fast nichts anderes. Ciao.